Schönen guten Morgen. Ja, ich bin schon geduscht. Haha, ich bin schon quasi fertig und draußen ist schönes Wetter. Aber nein, ich gehe jetzt nicht direkt raus, sondern ich muss erstmal hier Wohnung in Ordnung bringen. Da ist sogar noch das Bettzeug von Fizz. Also, das muss ich erstmal alles wieder in Ordnung bringen. Und nachher, ich bin so am Hin und Her überlegen. Mein Sohn möchte so gerne mit mir ins Kino. Also in die Känguru-Chroniken. Den Film würde ich auch gerne sehen. Allerdings Kino. So ein Raum mit vielen Leuten. Ja, ich weiß noch nicht. Mal gucken. Ich bin hin und her gerissen. Einerseits möchte ich die ganze Zeit sagen, so, ach komm, scheiß drauf, 80% werden es sowieso kriegen, irgendwann kriegst du es, lieber jetzt als später. Andererseits, ja, ich bin sowieso davon schon abgekommen, meine Oma jetzt zu besuchen in nächster Zeit, weil das wäre natürlich total kacke. Gesetzt dem Fall, ich habe zum Beispiel nur ganz leichte Symptome, spüre es quasi kaum und gehe dann hin und Altenheim, viele alte Menschen, nein, ganz schlechte Idee. Naja, deshalb, man ist so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits denke ich so, andererseits, Na gut, ich werde erstmal hier Ordnung machen und wenn es dann Zeit sein sollte, vielleicht gehen wir dann ins Kino. Abwarten. Jo, jetzt habe ich hier ein gutes Stück aufgeräumt und ich bin immer überrascht. Also ich kann im totalen Chaos leben und es macht mir gar nichts aus. Und dann räume ich auf und dann finde ich aber auch, oh, ist eigentlich viel schöner. Also ich fühle mich jetzt auch wohler. Naja, wie dem auch sei. Ich habe übrigens beschlossen, wir gehen nicht ins Kino. Ja, ist, glaube ich, eh nur eine Frage der Zeit, bis die Kinos zugemacht werden. Bei ganz vielen Sachen sind Veranstaltungen über 100, also ganz viele Städte haben jetzt Veranstaltungen über 150 Leute sowieso schon gecancelt. In so einem Kinosaal sind, denke ich mal, mehr als 150 Leute. Das heißt, ich glaube, Kino wird eh nicht mehr lange möglich sein. Und dann, ja, mal sehen. Netflix hat sicher gute Zulaufquoten im Moment. Ja, nichtsdestotrotz, ich werde jetzt nochmal kurz einkaufen fahren. Ich brauche ein bisschen Katzenfutter und Spülmaschinentabs, ganz wichtig. Vielleicht kann ich sogar das ein oder andere Päckchen Klopapier ergattern. Nein, Spaß. Ja, also ich brauche eigentlich nur so den normalen Schnickschnack. Ich hoffe, dass noch nicht das Chaos draußen ausgebrochen ist und dass ich alles bekomme. Nicht. Klopapier wird echt zur harten Währung. Wie bekloppt können die Leute sein? Ich meine, die Geschäfte machen doch trotzdem noch auf. Man kann immer noch Klopapier kaufen, so wie man auch Nahrungsmittel weiterkaufen kann. Was bringt mir das, wenn ich mir das Haus voll Klopapier lege, wenn ich nichts zu fressen habe, was ich dann ausscheißen kann? So, wie gut, dass ich nicht monetarisiere. Das wäre jetzt dahin. Naja, gut. Die sind bekloppt. Wie gut, dass ich genug Klopapier zu Hause habe. Ich glaube, ich habe noch 6 Rollen oder so. Das reicht mir. Ach, ich bin aus der Hölle des Supermarkts wieder zu Hause angekommen. Ey, ich krieg's immer noch nicht ganz klar. So, wie krass das ist. Es gibt kein Klopapier. Aber kommt mal mit. Moment. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Meine geheimen Vorräte. Bam. Gut. Dann würde ich jetzt sagen, hole ich Angie ab. Die hatte Notdienst, das heißt, die ist in der Praxis. Ja, fahren wir kurz vorbei, laden sie ein und dann kommen wir wieder her. Und vorhin hat mir schon mein Sohn gesagt, das fand ich total mega, er würde heute ausgeben, also Essen bestellen. Auch nicht schlecht. Es hat doch was für sich, wenn die Kinder älter werden, Geld verdienen. Von da an freue ich mich jetzt schon.
eingesammelt. Sie ist fertig mit ihrem Notdienst. Ja. Und ja, sie wollte tatsächlich Klopapier kaufen. Ja, Entschuldigung. Aber die Leute sind ja so crazy. Wir waren jetzt mal in zwei Läden und es ist tatsächlich kein Klopapier da. Nein, das habe ich ja vorhin schon gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie mein Klopapier... Also ich habe nicht mehr so viel... Ich kaufe auch immer nur eine Packung, jetzt mal ganz ehrlich. Warum kaufen Leute 8 Packungen Klopapier? Was machen die damit? Wollen die nicht mehr rausgehen und nur auf dem Klo bleiben oder... Naja, aber alles andere, ich sag mal, zum größten Teil kriegst du das schon noch, ne? Ja, kriegt man noch. Was tust du da eigentlich? Ich halte eine Pflanze ins Bild. Sieht doch schön aus. Er hält eine Pflanze. Ja. Es gibt auch ein Update zu meinem Urlaub. Und zwar, mein Richtig. Urlaub ist gecancelt, sozusagen. Also, ich muss den umbuchen. So sieht es jetzt mal aus. Ab morgen darf man nämlich als Deutscher nicht mehr in Singapur einreisen. Und ja, das wäre ja mein Transitflug gewesen. Und ja, es wird sowieso total schwierig. Also jeden Tag kommt ja Neues dazu. In den meisten Ländern musst du in eine 14-tägige Quarantäne oder weiß der Geier. Also ja, es ist so, wie es ist. Es ist traurig, aber wahr. Ich habe jetzt halt ein bisschen die A-Karte, dass es genau in diese Zeit jetzt halt fällt. Aber ich rufe da jetzt den nächsten Wochentag an, weil jetzt am Wochenende ist da natürlich keiner. Und dann muss ich das Ganze umbuchen. Ich weiß jetzt gar nicht genau wann, aber ich denke mal, dass ich es in die Sommerferien dann buchen werde. Ja. Und ja, da werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen was zahlen müssen für die Umbucherei. Da bin ich mal gespannt, was mich das dann jetzt nochmal plus kosten wird. Aber naja, gut, besser gar als nicht, ganz, ne? Ganz weg, richtig. Wie gesagt, naja, ansonsten... Mit Prag hatten wir Glück, letztes Wochenende, weil dieses Wochenende ist Prag auch nicht mehr. Prag ist dicht. Wir hatten so ein Glück mit dem letzten Wochenende. Es ist irgendwie fast alles dicht, ja. Die Schulen sind bei uns ab Montag jetzt übrigens auch geschlossen. Die Kitas sind geschlossen. Ja, bei uns beim Zahnarzt läuft alles relativ normal weiter. Ich bin mal gespannt, ob die Leute denn kommen zu ihren Terminen oder ob die jetzt sagen, ich lasse es dann doch lieber. Bei uns in den Bussen ist es tatsächlich auch so, dass man nur noch hinten einsteigen darf und keine Fahrkarten mehr beim Fahrpersonal kaufen Aber darf. Das wird wahrscheinlich so sein, wie es bei allen anderen auch ist. Also es ist ja, es wird bei euch überall relativ ähnlich sein im genau. Moment. Ne? Ich bin mal gespannt, wie es bei mir auf der Arbeit weitergeht nächste Woche. Weil ich glaube nicht, dass wir ganz normal weitermachen können, so wie bisher. Glaube ich irgendwie. Es wird nicht. Jetzt für ein paar Wochen einfach ein bisschen anders als sonst werden, ja? Richtig. Und dann, denke ich, wird es dann auch sich wieder normalisieren. Ja, ja? Es wird jetzt nicht ewig so sein und... Leute, irgendwann wird es wieder so sein. Dann könnt, ihr im Supermarkt wieder Klopapier kaufen. Ja, das ist richtig. Und solange, wie es so ist, hören wir einfach die Corona-Hits. Ja, jetzt haben wir gerade was gegessen. Mein Großer hat was ausgegeben. Wir haben bestellt Pizza und Schnitzel. Das war sehr, sehr lecker. Und Angie und ich, wir haben einen Film geschaut hier. Zweiten Teil der Trilogie. Wobei, in den Kommentaren habe ich schon gehört, es soll wohl einen vierten Teil geben. Der ist halt nicht verfilmt. Also nur als Buch. Aber okay, cool. Ja, aber ansonsten, wir werden jetzt hier nicht mehr viel machen. Es ist abends, wir sind mehr oder weniger ja in der Wohnung gestrandet, weil Kino und sowas ist nicht. Also bleibt uns nicht viel anderes übrig, als auf der Couch abzuhängen und DVDs bzw. Netflix zu bemühen, uns zu unterhalten. Naja, mal sehen. Morgen, wenn das Wetter ein bisschen schön ist, vielleicht gehen wir raus in die Felder, wo keine Menschen sind, da... Gibt es bestimmt einiges Schönes zu sehen. Man kann vielleicht auch mal wieder Dröhnchen fliegen. Abwarten, wie das Wetter wird. Wir sehen uns morgen, 18 Uhr. Bis denn. Ciao.